schön weich im Gesicht. Ja, schön. Hey, ich darf ans Mike, finde ich gerade lieb. Bin Poet und Tagedieb. Keiner, der Freude aus anderer Leute Schatten zieht. Muss nicht prahlen mit den Mädels, die ich täglich ins Bett zerr. Bin kein ekliger Dreckskerl oder kläglicher Rapper. Aber das Problem mit Rap ist eigentlich, zumindest von den Leuten, die sich mit Rap nicht so wirklich auskennen, dass sie Rap oft leider verbinden mit Zeilen wie: Sind dich böse Jungs, ficken Jöse, den böse Wund. Ficken, 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 und. Ich finde ja, dass Rap wesentlich mehr zu bieten hat. Um das mal zu präsentieren, habe ich einen Text geschrieben. Und er ist auch eigentlich gegen die Leute, die Zeilen verzapfen, wie das, was ich gerade präsentiert habe. Der Text heißt Kopfkino. Geht folgendermaßen: Kopfkino. Männliches Kopfkino. Du kannst sagen, was du willst, doch es geht alles nur ums eine im Kopfkino. Im männlichen Kopfkino. Doch muss es deshalb in jeden Text rein? Echt? Nein. In der Fantasie des Mannes heißt es, alle Mädels möchten mich. Ich bring den Samen in die Furche, sage Sesam, öffne dich. Schmeiße mich in die Höhle des Löwen, um wie eine Töne zu vögeln. Das scheint der Pöbel zu mögen. Und so rödeln und rödeln, die Rapper reden sich den Mund fußlich. Im Vertrauen, die meisten Frauen finden solche Jungs dittlich. Dicke Eier sind ein Zeichen von Männlichkeit. Oder eins von gewisser Unzulänglichkeit. Versteht mich nicht falsch, man soll für Männlichkeit einstehen. Wir sind Kerle und sind wir geil, haben wir einstehen. Und das beinahe täglich, doch solch Gelaber ist kläglich. Und den eigenen Chancen bei Frauen nicht gerade zuträglich. Und ich sage ja nicht, man soll nur noch Stino reimen. Doch der Porno sollte besser im Kopfkino bleiben. Lass den Sex dreckig, aber bitte den Text rein. Immer dran denken, wer ficken will, der muss nett sein. Ja, wer ficken will, der muss nett sein. Nicht einfach nur fett reimen in hohen Phrasen, denn auch dann muss man für Bitches noch Kohle zahlen. Und das ist lieblos. Rappt man so viel vom Ficken, muss man was kompensieren. Und dann scheint das Liebesleben leider nicht zu funktionieren. Ich meine, wird die eine Freundin im Bett zum wilden Biest. Doch der wahre Gentleman, der schweigt und genießt. Yep, er schweigt und genießt. Es ist nicht gentle, wenn man wer weiß was im sieht. Mit spätpubertärem Style bleibt das halt weak. So kriegt man Frauen auch nie schweißnass zum Beat. Und ich dachte, das wäre das Ziel des Ganzen. Mit Stil zu tanzen ist der Start von vielen Romanzen. Und wann ist eine Lady im galanten Kleid zum Tanz bereit? Sicher nicht, wenn ich ihr einen Spruch drücke. In idiotischen Texten durch die Hose zu schwätzen, um sich für seinen Homies in Pose zu setzen, ist sicherlich wichtig und ab und zu auch angebracht. Ja, das schauen wir uns. Wir stehen nicht auch für Lazio. Doch selten nur gibt es eine würdige Laudatio. Zu oft heißt es nur in plumpen Texten. Raus aus den Lumpen hetzen und das Schwert am Fickklumpen wetzen. Jungs, das geht gar nicht. Einfach stumpf und mechanisch. Probiert es doch mal mit ein bisschen Respekt. Dann bekommt ihr bestimmt Babes, nicht nur Bitches ins Bett. Für Sex zu bezahlen, finde ich sichtlich suspekt. Denn dann braucht man sich nicht wundern. Wo ist bitte die Liebe hin? In den ganzen Liebesding sind mehr als nur Triebe drin. Vielleicht bin ich ein verklemmter Scheißrapper. Doch ich denke, Sex wird mit Liebe und der Zeit besser. Dann muss man nichts mehr kompensieren. Und dann scheint das Liebesleben langsam auch zu funktionieren. Wird dann die eigene Freundin im Bett zum wilden Biest? Psst, schweig und genieß. Quintessenz, nicht labern, sondern machen. Sonst bleibt es bei dem Billardspiel in den Hosentaschen. Du willst mit Frauen physikalisch werden, dann brauchst du Magnetismus. Sei kein Holzkopf, fick Verse, damit ist Schluss. Was tausend Triebtäter-Texte täglich transportieren, kann uns Sicherheit und Schwanzneid auch nicht ganz kurieren. Testosteron im Text macht dich nicht zum Sexgott. Peinliche Pimp-Prothesen sind im Endeffekt Schrott. Was sollen die harten Ansagen? Im Herzen sind wir kleine Jungs, die die Frauen brauchen. Denk dran, wenn du eine ausführst. Zeig der Lady, dass du sie auch zu handeln weißt. Schreib ihr echte Poesie und füll den Raum mit Candlelight. Und nicht die Kleine ab, reiner Wein statt reinem Schnaps, da du dann in ihr Herz nicht nur Zwischenbeine passt. Aha. Da du dann in ihr Herz nicht nur Zwischenbeine passt. Dankeschön.